Jo, und alle willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. No Carpado Challenge, nenne ich sie mal. Letztes Mal haben wir erfolgreich die erste Arena besiegt und wir wollten hier noch ins Haus, weil. Und wir haben die Traumpassage gemacht, quasi. Haben mit der guten Frau, wenn ich sie noch finde, ich glaube, das andere Haus war das. Die wollte den Duft von den einen Pokémon haben und dann kam sie in Plasma und hat gestresst und. Überhaupt und alles ist doof, wenn ich sie jetzt nur wiederfinden würde. Hier ist er, bam. Tada! Dank euch bin ich eigentlich im Besitz des Traumdunstes. Damit können wir jetzt die Daten verschiedener Trainer sammeln. Spitze! Zum Dank habe ich es eingerichtet, dass du jetzt das Silke verwendet kannst. Mit Hilfe des Silke kannst du per Infrarotverbindung drahtlose Datenübertragung zu kommunizieren. Yay, das haben wir auf jeden Fall gebraucht. Yay, Sigir! Nein. Ja. Ja, jetzt ist unten auch so ein Zeug. Wenn du es in Betrieb nehmen willst, musst du das Einschaltsymbol rechts unten berühren. Und sobald du es eingeschaltet hast, kannst du blablabla. Yay, ich würde das alles nicht machen, weil die Server existieren sowieso nicht mehr. Also nicht alles, Pokémon Synchro, schlafen, schicken für den Träumen, bla. Ja, das war damals ganz super mega cool, hätte Nintendo, beziehungsweise die Firma, die diese Server betreibt, hätten sie nicht abgeschaltet. Denn das geht alles nicht mehr, man kann quasi nur noch die Pokémon über die Pokémon Bank in die neuesten Generationen holen. Ansonsten ist da nicht mehr viel mehr möglich, yay. Das war früher garantiert mega awesome, ich habe es nicht mehr erlebt, denn ich habe nicht aktiv Schwarz und Weiß, Schwarz und Weiß 2 gespielt, als die Server noch ging. Aber okay, wir sind geheilt, hoffe ich doch mal. Das sieht so aus. Ja, wunderbar. Also müssen jetzt wahrscheinlich nach rechts gehen, nach links gehen, das ist links. Wir können jetzt hier möglichst viele Trainer ausweichen. Da war ein Pikachu. Genau, ach ja, genau, an den Zwillingen muss man vorbei, ne? Und wenn man nicht sein Pokémon hat, kommt man hier nicht vorbei. Wir werden vereinten Kräften alles geben, also pass auf. Hm, genau. 1 bis 1 macht genau 2. Wenn man hier nur ein Pokémon hat, kommt man hier nicht vorbei. Sehr interessanter Funfact. Zwillinge, Eva und Ute mit Filio und Filio. Wir werden sehr viele Gen 5 Pokémon begegnen, denn nur diese gibt es jetzt. Yay, unser Carpado-Duo. Sprungfeder da drauf und du machst auch Sprungfeder. Da drauf. Klingt nach einem guten Plan, oder? Hui! Yay, was auch immer es kommt, es geht daneben. Kratzer und Heuler. Wunderbar. Yay! So, und damit ist erste Feline auch schon besiegt. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Das machen wir einfach noch einmal. Yay! Spring in die Luft, mein Carpado! Bäm! Wunderbar! Zwillinge Ethan, Ute wurde besiegt! Ah, das schreckt mich noch mehr an! Also meine kleinen Pokémon! Oh nein, meine Pokémon gehen schon die Puste aus! Wir haben Geld bekommen! Yay! Das war eine coole Generation 5, wurden halt noch die ganzen. Die ganzen möglichen verschiedenen Battle Teams, Reihe und Kampf, alles noch verwendet. Tipp, warte! Lass uns testen, weil uns beiden Triggerorden stärker ist. Na gut, okay, ich habe jetzt zum Glück nicht so viel KP verloren. Ich kenne die Story nicht und wusste es nicht, tatsächlich. Sharon möchte kämpfen mit seinem Pokémon, mit Floink. Da fängt mir gleich den Starter an. Oh. Oh, wir sind unterlevelt. Oh, oh. Sprungfeder und so. Wir sind schneller, das ist schon mal gut. Okay, Schnüffler. Muss ich jetzt nicht weil. Oh shit! Das macht nichts! Okay. Dann versuchen muss man mit einer höheren Angriffskraft.
Ja gut, es ist mir relativ egal, wenn ich nicht brenne. Danke! Oh boy! Scheiße, können wir das irgendwie heilen? Wahrscheinlich nicht. Ja gut, das haben wir unseren stärkstes Pokémon gerade. Oh, ich war nicht im Pokémon Center. Unser stärkstes Pokémon gerade. Übelst hart verkrüppelt. Oh, scheiße. Fuck! Okay. Ja gut. Eine Para wäre gut. Ich muss natürlich... Das bringt halt nichts, weil wir jetzt in der Luft verbrennen, aber ist egal. Platsch ist auf jeden Fall noch gut. Ist halt nur auf Speed. Oh fuck. Oh nein! Hör auf, deine Verteidigung zu boosten, weil der Arsch hat er dann noch einen Trank, ne? Ja, yeah, danke für die Para. Und eine Beere triggert natürlich. Ist sie eine Beere, okay. Oh boy. And it begins. Und gemisst. Und nochmal ein Ekler. Oh, hätte ich jetzt gewusst, dass der Rivalenkampf hätte ich natürlich alles gespielt. Mm. Oh boy, der Crit wäre jetzt echt awesome. Der Crit wäre jetzt awesome. Und so muss ich mich hier gleich durchzwackeln. Immerhin habe ich hier ein Wahl-Item. Das heißt, nach achtmal Sprungfehler insgesamt werde ich dann anfangen zu zwackeln, weil ich keine anderen Move verwenden kann. Habe ich zufällig ein X-Item? Wahrscheinlich nicht, ne? X-Apfel, X-Tempo. Bringt mir beides gerade nicht. Ey, ich muss in das scheiß Einkaufszentrum, wo man das Zeug kaufen kann. Aber da kommen wir erst sehr spät hin. Das ist nicht gut. Und er macht nochmal einige der Arsch. Crit! Nein! Das ist scheiße, so ein Dreck. Oh boy! Und der Boost bei seiner Verteidigung. Genau so muss das sein. Ein Arsch hat noch einen fucking Trank. Und ich hab gemisst. Der Crit wäre gut. Zum Glück funktioniert das Zwackel noch anders als ich bin der Generation. Das ist gut. Und nochmal gemisst. Dann zwackeln wir mal ein bisschen. Einmal können wir es noch machen. Oh, das nimmt mich raus. Ah, dachte er schob noch mal rum. Ja dann, mein Starter reicht das halt nicht. Dann müssen wir mit unserem defensiven Pokémon probieren. Warum muss der jetzt auch verbrennen? Warum muss der das eine Carpador verbrennen? Wow, da war der Crit! Ja, Mann! Da war der Crit. Danke, Spiel. Na gut, 4 Angriffe und es ist down. Damit kann ich immer noch leben. Damit kann ich leben.
Solange es nicht Heuler macht. Es darf nicht Heuler machen. Mach nicht Heuler. Oh, da war Heuler. Bäm, ausgewichen. Wunderschön, so muss es sein. Oh. Da wechseln wir mal ganz schnell aus. Wir gehen raus in Kappa Cup. Auch ein defensives Kappador. Macht. Ja, okay, das macht alles nichts, weil ich ein defensives Kappador bin. Hui. Vom Angriffswerte sollten die eigentlich alle gleich sein, die defensiven Kappadors. Oder wäre es gut gewesen. Noch ein Angriff. Ein Sandwirbel. Warum? Was kommt raus? Knüffler. Oh, danke. Das war ein Krampf. Wieso? Weil habe ich dabei so viel Orden. Du hast einen, genauso wie ich. Verstehe, so kämpfst du also mit Kappadors. Aus dem Weg da! Ah, jetzt kommt das. Was war das jetzt? Hoppla Bell, was kommt? Rennst du so? Sag, wo sind die Typen, die sind eben hingelaufen? Die sind dort entlang, aber. Sag schon, warum war ich so in Eile? Oh, schon weg, die haben schon alle schnell verkrümelt. Was ist nun? Was wird das mein Pokémon? Mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Also wein bitte nicht. Sag schon, Bell, warum seid ihr eben so gelaufen? Dann halte ich mal gut fest. Die Typen von eben haben den Mädchen hier sein Pokémon weggenommen. Warum? Was hast du denn nicht gleich gesagt? Na los, Zip, wir holen die Pokémon zurück. Du bist mit dem Mädchen, ne? Beim Pokémon ist es geheilt? Nein! Dann renne ich erstmal kurz durch. Ich glaube, ich werde hier oben geheilt. Von der Kindergärtnerin. Genau, so habe ich richtig in Erinnerung. Perfekt. Dann ist er richtig in Erinnerung. Aber ich will nicht gegen die Kinder kämpfen. Ich werde mein Team anders leveln. So nach unten, ne? Geht's nicht, weil Story sagt. Story sagt geradeaus gehen. Ja, das trifft ziemlich gut. Diese Kerle sind hier reingelaufen. Du, ja, natürlich. Dann lass uns hineingehen. Der Tipp, bei denen stößt man nur auf taube Ohren, ein richtiger Haufen. Also solche Kinder Pokémon-Äquivalent behandeln können. Da können einem Pokémon doch gar nicht leid tun, oder nicht? Mit einem Pokémon verhält es sich nicht anders. Gib sie uns. Ach was, wir nehmen sie uns einfach. Bim, 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 bim. Bam, 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 bam. Team, lass mal rüber, möchte kämpfen. Bam, 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 Nackelot. Du hast gar keine Chance. Du hast gar keine Chance. Das ist nicht so toll. Bam, 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 bam. Na gut, ich weiß nicht wirklich viel. Genau. Warum machst du das? Oh, das ist gut. Was ich jetzt genau mache, dann. Ach nein, warte, never mind. Never mind. Okay, das war scheiße. Silberblick. Das Nagelotz, das nervt extrem. Yay, ich springe hoch. Dann greift er mit Brio an und zwar ins Nichts. Und trifft nicht und dann komme ich runter. Wunderbar. Überkrasse Monsterstrategie mit Fumi. Ich könnte ja auch taktisch irgendwie Platscher benutzen, ne? Um quasi eine Runde zu stallen. Biss. Er kann auch nochmal Angriffsmove. Also er kann ja Silberblick, Geduld, Biss und Scanner. Okay. Das heißt, er hat überhaupt keinen Step-Move, kann das sein?
Weil ein Step-Move wäre ja Tackle oder Kratzer. Interessant. Ist der ein Unlicht-Pokémon? Ich meine, der wäre nur ein Normal-Pokémon, ne? Heißt, der hat überhaupt keinen Step-Move. Reicht das? Ein KP, Mann! Kapador Hype! Bam! Look at my Kapador. My Kapador is amazing! Yay! Yeah. Ja gut, immerhin gute Verteidigungswelle, ne? Oh je, ich verliere ein Kind, was für ein Schock! Wieso, weshalb, warum? Wir sind im Recht, wir können wieder verlieren. Gut gemacht, Tipp. Los, gib das Pokémon zurück. Warte, du brauchst es nicht zurückgeben. Es ist schon traurig, wenn wir nicht so missverstanden... Wir werden nicht nur missverstanden, man stellt uns auch noch in den Weg. Und jetzt weiter, und wir auch. Wir demonstrieren euch jetzt unser Zusammenhalt. Da kennt ihr schnell, dass wir im Recht sind. Dass irgendwo ein Nest von denen sein... Ihr seid nicht so als Pokémon-Liebe und daher mal ganz lieber ganz still. Tipp, wir zeigen jetzt mal, dass man sich Sandkastenfreunde nicht bis anlegt. Gibt es ein Doppelkampf, das wäre awesome. Das wäre awesome. Yeah, man, Doppelkampf-Hype! Nagelotz und Nagelotz, oder? Ja. Wurde mein Team geheilt? Nein, natürlich nicht. Als ob. Komm, wir kämpfen mit Platschi. Oder mit Platschi, nee. Doch, Platschi ist okay. Klug. Denke ich. Das war ein Crit. Denke ich gerade noch so. Ich habe gerade keine Ahnung, welches erwischt habe. Ich hatte aber einfach nur Enter gespammt. Mit meinem Controller, wo keine Enter-Taste drauf ist und so. Aber egal, Details. Ihr wisst, was ich meine. Ja, los, greif schön zwei verschiedene Pokémon an. Genau auf das. Wunderbar, so muss es sein. Und ist er verbrannt. Yay, oder so. Hoch und mach es fertig. Oh boy, wen trifft's jetzt? Danke. Jetzt kommt die Beere, die er eigentlich nicht mehr hat, aber ist egal, Details. Und sie eine Beere und wir springen wieder hoch. Yay! Und Clut. Wenn ich treffe, wäre das awesome. Never mind! To protect the world from devastation. Es kann sein, dass man Rival den jetzt findet, aber ist okay. Wenn man Rival nochmal Clut macht. Genau. Alles ist down. Wunderbar! Sehr schön! Lang neben Team Plasma, meint mal, wir haben ja also verloren. Konnte den Plasma mal gegen ein schwächliches Team verlieren. Ja, nur Kapados dabei. Wir nehmen den törichten Menschen die Pokémon weg und befreien sie so von ihren schrecklichen Jochen. Ein echt lästiger Haufen. Was für einen Grund sie auch daran führt, möge den Leuten ihre Pokémon wegnehmen. Also, das geht gar nicht. Der Trainer beäugt. Ihr bedeutet dem Pokémon am meisten aus. Wie sollten Trainer ihren Pokémon ausbeuten? Das ist doch Unsinn. Die Pokémon könnt ihr wieder haben. Aber es kann nur ein Leid tun und eure Trainerei. Eines Tages werdet ihr eure Dummheit erkennen. Die Trainer bringen das Beste in den Pokémon zum Vorschein. Die Pokémon vertrauen ihren Trainern und wachsen so über sich hinaus. Ich verstehe nicht, wieso ein Pokémon die Leid-Pokémon leid tun sollen. Also Tipp, ich bringe ihnen das Pokémon zurück. Geh kurz meine Pokémon heilen. Mit ein Kappa. Danke. Tausend Dank euch beiden, das war genial.
Zu zweit habt ihr das Pokémon zurückgebracht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, Freunde wie euch zu haben. Ich bin dir auch so unglaublich dankbar. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Süß. Ade halber, wenn du damit die Pokémon fängst, werden die KP wieder voll ausgefüllt. Also, ich bringe das Mädchen mit nach Hause. Bis später, Tipp. Tschüss. So, ich weiß nämlich auch gerade gar nicht, wo wir lang müssen. Werfen wir auch gleich mal einen Blick auf die Karte werfen. So, wir haben eine Karte, oder? Müssen wir jetzt nach oben oder durch die Höhle? Das ist für mich die Frage. Beutel ist wahrscheinlich ganz hinten. Da, Karte. Wir müssen... Ach, unten geht's irgendwo nirgendwo hin. Wir müssen schon durch die Höhle, ne? Oder wo geht's nach... Hä, wo geht's nach unten, ne? Okay. Tipp, halt! So sind die Ratten ab und zu kommt das vor, dass man dort auf seine Pokémon gleichzeitig stößt. Ja, besonders vorsichtig, wenn du dich ins dunkle Gras gibst. Also, ich mach mich mal auf den Weg nach Planet City. Ich muss nach unten, das war richtig wunderbar. Ha! Gedodged. Ich sollte fliegen können, egal was es ist, denn Carpador hat ein hohes Speed. Und es ist nur Level 9. Und wir nächsten der Schacht, wunderbar. Dun, dun, dun. So, und was wir und was der Typ davon will, der da steht, da hinten, Chevin und so, das erfahren wir alles im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao.